Wenn Mike Büskens Sandhausen mit Mailand vergleicht, dann wisst ihr, da ist was Außergewöhnliches geschehen. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk. Und hier sind wir mit Rüdiger Abramczyk, mit Bodo Menze und mit Holger Gerke. Tolles Quartett hier, nee, tolles Trio, ne? Ich meine, ich darf hier euch ein bisschen fragen. Jungs, diese Stimmung da in Sandhausen, dieses Erlebnis mit dem Last-Minute-Sieg nach dem Nackenschlag in der 83. Wie habt ihr das mitgekriegt und was gibt das einer Mannschaft? Ja, also wie gesagt, wir waren mit der Traditionsmannschaft in Polen gewesen. Der Martin Max hat da was organisiert von seiner Seite her, wo er groß geworden ist. Da sind wir natürlich gerne alle mitgefahren. Und ja, das Spiel haben wir dann also da gesehen und ja klar, es war natürlich eine Riesenstimmung nach dem 2-1, was da wieder passiert ist. Wir konnten das alle auch nicht mehr glauben, aber es ist so, der Simon ist einfach ein klasse Junge, das muss ich sagen, und auf den kann man sich hundertprozentig verlassen, weil wer halt so viele Tore macht und immer solche entscheidenden Tore macht, das ist schon absolute Spitze, das muss ich wirklich sagen. Also bei mir war das so, ich war mit. Ich bin schon ein emotionaler Mensch. Ich habe Gänsehaut gekriegt, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Das war fantastisch. Und wenn man sieht, wie die Unterstützung da war, dann muss man ja im Grunde genommen mit Bujo einer Meinung sein. Weil das war, das hatte Dimensionen von San Siro, wo ja auch überdimensional Schalker dabei waren. Ich glaube 20.000 damals. Und wenn man die Relation nimmt, waren 10.000 jetzt in Sandhausen, das war schon zu vergleichen. Vor allen Dingen, wenn du dran denkst, St. Pauli war vor 2 Wochen da, die haben knapp 2.000 mitgebracht. Ne? Da sind 7.000 Plätze frei geblieben, die hätten die auch besetzen können. Bremen, HSV, weiß ich nicht genau, wie die Corona-Zahlen waren, aber die haben auch nur 7.000 im Stadion, hätten auch viel mehr reingepasst von Bremer und HSV-Seite, wenn das damals erlaubt war. Also wir haben unseren Vorteil dann auch schon oder haben diese Chance genutzt, ne? Absolut, die Schalker sind ja dann auch, oder die Schalker-Fans, erfindungsreich, dann, wie sie an Karten kommen. Und ja, sind keine Kosten und Mühen werden da gescheut, weite Wege auf sich genommen. Das ist schon vorbildlich. Ähnlich, was man jetzt gesehen hat bei Eintracht Frankfurt und Barcelona, das ist beeindruckend. Aber die Schalker stehen dem nichts nach. Vielleicht kann man eins noch dazu sagen, dass nämlich Corona uns tatsächlich geschadet hat, weil eben keine Zuschauer mit durften, weil lange Zeit die Stadien leer waren und wir brauchen die. Das ist Schalke. Schalke ist ein fanbasierter Club, der auch die Unterstützung der Fans braucht und das spüren die Spieler auf dem Platz. Ja, schon in der Rückrunde vor der Abstiegssaison bin ich der Meinung, wenn da Zuschauer da gewesen wären, hätte es diese lange Serie ohne Sieg nie gegeben. Da hätten die irgendeinen Sieg, hätten die Fans schon hingekriegt und hätten den der Mannschaft so viel Feuer gemacht, dass da was ganz anderes passiert wäre. Wir erinnern uns, 50 Spiele, 47 davon ohne Sieg. Ne? Ja gut, das war aber natürlich auch, weil man pausenlos vielleicht den falschen Trainer geholt hat. Wenn man da vielleicht mit einem Trainer durchgezogen hätte, dann hätte man eventuell auch ein bisschen Vorteile. Aber du weißt das selber, Bodo, du hast selber gespielt, kommt ein neuer Trainer, ein neues System, ja, eine neue Ansprache und am Anfang kennt er nicht alle Spieler sofort. Das war auch schon ein kleines Problem, was wir da hatten. Natürlich hast du recht, Abi, nicht alleine die fehlenden Zuschauer, aber die fehlenden Zuschauer auch. Ne? Ja, natürlich, unsere Fans sind ja einmalig, da hat man jetzt wieder gesehen, das ist ja unglaublich. Aber Leute, das ist verschüttete Milch, ne? Das ist, wir gucken ja nicht nach hinten, wir wollen ja eigentlich nach vorne gucken. Ja? Das sieht ja im Moment ganz gut aus. Ich erinnere mich, bei meinem letzten Legenden-Talk, muss ich jetzt mal hier unserem Abi mal ein großes Kompliment machen, da waren wir noch so Anschlussgruppe. Und da hat der Abi gesagt, ja, den Kontakt nach oben nicht so ganz verlieren jetzt erstmal und dann zum Schluss eine Serie hinlegen. Und ich muss sagen, das ist in beeindruckender Weise gelungen und der Abi hat recht behalten. Ja, hat das Drehbuch geschrieben, der Mann. Ja. Ne? Von mir aus, wenn wir aufsteigen, mir ist egal, wer das Drehbuch geschrieben hat, ob ich recht habe oder nicht, aber Dankeschön, Holger. Ja, ich freue mich natürlich auch, ich bin mit 8 Jahren hier nach Schalke gekommen, von Erden und 8 und wenn ich natürlich hier natürlich immer wieder sehe, was los ist im Stadion, da geht mir natürlich das Herz auf. Und gerade jetzt in Sandhausen, wo ich ja auch gesagt habe, wird schwer, trotzdem werden wir das irgendwie hinkriegen.
ist schon eine klasse Partie gewesen und unsere Fans sind natürlich um 100% dabei gewesen. Und das ist auch ein Vorteil, also wie der Bodo schon sagte, wenn da so viele Menschen hinkommen und die feuern dich an. Wir haben ja alle selber Fußball gespielt und das merkt man auch auf dem Platz. Wenn du ausgepfiffen wirst, da gehst du erstmal in die Knie und wenn sie natürlich schreien, dann kriegst du eine ganz andere Haltung und dann kriegst du auch Selbstvertrauen und dann marschierst du auch. Meine Güte, die Endphase, die letzten 10 Minuten, überall auf den Plätzen, das war ja für uns sensationell. Was oft genug gegen uns gelaufen ist, war diesmal für Königsblau. Ne? Ja, ja, mir brauchst du nicht sagen, ich war ja beim Meister der Herzen als Co-Trainer damals unmittelbar dabei. Ich habe es mit Fenerbahce noch mal erlebt, auch am letzten Spieltag. Und deswegen warne ich auch. Die Euphorie ist jetzt da, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Der Fisch ist noch nicht drin. Volle Konzentration. Auch gerade jetzt die Gefahr. Es wird nur noch über St. Pauli, über Corona und die sind geschwächt. Und ach, jetzt haben wir es ja geschafft. Ganz gefährliche Situation. Aber ich war gerade drüben beim Bojo in der Kabine. Wir haben gerade gequatscht. Die Jungs sind hochkonzentriert. Und ich hoffe, dass es am Samstag hier auf die Platte bringen. Ja, ist am Samstag hier ein Spiel, ist die Frage. Ne? Wenn man hört, was da in Hamburg los ist, also mindestens 10 Leute, die im Augenblick wegen Corona nicht dabei sein können, plus noch ein verletzter Burgstaller, der Muskelfaserriss hat. Man weiß nicht, wie schwer der ist, ob er vielleicht doch noch irgendwie eine Alternative werden kann oder erst am letzten Spieltag wieder für sie einsatzfähig ist. Da hätte er genau Nürnberg und Schalke verpasst. Wäre auch eine ziemliche Nummer. Aber noch ist die Frage, wird das Spiel stattfinden oder nicht? Bodo, was glaubst du von den Bedingungen her, von den Regeln her? Ja, also die Regeln sagen ja aus, dass 15 Spieler fit sein müssen, davon 9 Lizenzspieler plus ein Torwart. Das Ganze dann aufgefüllt mit U23 und U19-Spielern. Das geht von den Regularien her. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie taktiert jetzt auch FC St. Pauli, wie stellen sie sich selber auf für dieses Spiel, warten sie ab, bis das Freitagsspiel und das Sonntagsspiel gelaufen ist, versuchen sie möglicherweise das Spiel in die darauffolgende Woche zu legen. Ich weiß es nicht, wie sie denken, nur weiß ich eins, dass wenn hier Samstag nicht gespielt wird, es nicht schön ist und es sehr schade wäre, weil so ein Samstagspieltag, der hat natürlich was ganz anderes als ein Spieltag dann unter der Woche, wo möglicherweise der ein oder andere, der von weit auswärts kommt, berufsbedingt gar nicht anreisen kann. Ne? Ja, also die Regeln sind eigentlich so, dass sie antreten müssten, aber wer weiß, was noch passiert. Ne? Können sich ja noch 10 anstecken und dann wäre die Variante gegeben, dass sie ja, klar, in die Glaskugel verschieben. Können wir alle nicht gucken. Schauen wir mal, was kommt und wie es kommt. Aber natürlich kann auch passieren, dass der Freitag in dem Fall, dass der Freitag und der Sonntag für St. Pauli zeigt, dass es sowieso nutzlos war. Das Wichtigste ist, Jörg, dass sich die Mannschaft, die Schalker, sich damit überhaupt nicht beschäftigen. Die müssen sich jetzt so konzentrieren, dass das Spiel stattfindet. Diese Gedanken dürfen gar nicht in die Köpfe rein, dass eventuell nicht und was und wer da kommt, ob da Amateure kommen, keine Ahnung. Nein, es wird gespielt und die Jungs müssen es abliefern. Das ist jetzt entscheidend und deswegen gar nicht so viel darüber quasseln. Wie kriegst du denn das in die Köpfe der Spieler rein? Was machst du da, um genau diese Gedanken zu verhindern? Weil eigentlich ist es ja normal, wenn man sowas aus St. Pauli hört, dass man sofort sich unterhält. Was glaubst du denn? Chiré ist gesund, der war der Beste in den letzten Wochen, ne? Und so weiter. Ja, das ist die Gefahr, aber man muss einfach jetzt als Trainer oder als Trainerteam, die wissen das, dass diese Gedanken erstmal gar nicht aufkommen. Auch nicht, wer jetzt da spielt. Ja, ob die mit A-Jungspielern kommen, ob ne, das sind alles wettbewerbsfähige Jungs, die werden eine Truppe auf den Platz bringen, die hier eine Leistung abbringt und deswegen muss man sich einfach auf sich konzentrieren und das abrufen. Das ist das Entscheidende und das wird nicht einfach, weil das ist jetzt, jeder erwartet ja jetzt den Sieg, jeder erwartet jetzt den Aufstieg und das birgt auch eine gewisse Gefahr. Holger, ich glaube, du hast vollkommen recht natürlich, aber wir haben mit Bujo, mit Ruven Schröder, mit Peter Knebel. Wir haben ja erfahrene Leute,
die, glaube ich, das genau sehen und die schon wissen, wie sie da dagegen steuern müssen. Das glaube ich schon. Ja gut, aber das im Endeffekt, ja, Fußball ist Mannschaftsspiel und ob jetzt ein 18-Jähriger spielt oder ein 20-Jähriger, da gibt dem Holger vollkommen recht. Ich glaube schon, dass die in der U23 oder in der A-Jugend da wahrscheinlich, wenn es zum Spiel kommen sollte, da sicherlich ein paar gute Jungs hat. Und man, das ist genau, was Holger auch sagt, man darf die dann nicht unterschätzen. Ja, weil manchmal schweißt man auch zusammen, ne? Ja, dann ist es auf einmal so, dann eine gute Ansprache vom Trainer, ihr habt jetzt hier die größte Chance eures Lebens, Jungs. Ja, jetzt gibt man hier Vollgas gegen die Schalker. Und da ist eine große Gefahr, das sehe ich also auch so. Trotzdem bin ich von überzeugt, dass wir St. Pauli hier schlagen werden. Abi, hundertprozentig richtig. Wir wissen ja alle die Psychologie, auch für die Mannschaft und so weiter. Aber ich glaube auch, andersrum wird ein Schuh draus, nämlich, dass der Bujo den Jungs klar macht, Jungs, wir sind noch nicht durch, aber wir haben die dicke Chance auf dem Silbertablett und die müssen wir jetzt nutzen. Ja, die haben wir uns erarbeitet und da gebe ich dir vollkommen recht. Also wäre natürlich wirklich doof und blöd, dass wir auf einmal, was man sich die beiden Dinger einfahren. Aber es ist auch egal, wie auch immer, du musst sowieso gewinnen. Ja? Du kannst ja auf den Kopf stellen, du musst gewinnen. Und ob das jetzt vielleicht St. Pauli wäre oder auch nicht, du musst schauen, dass du dann in Nürnberg gewinnst. Da sehe ich so ein bisschen mehr Schwierigkeiten, meiner Ansicht nach, weil die Nürnberger eigentlich eine ganz gute Mannschaft hat. Und ich möchte das lieber gegen St. Pauli erledigt haben, als dann auf einmal so in Nürnberg mit unserem alten Verein, wo wir zusammen sind, da um Aufstieg zu spielen. Ich glaube, das wird ein richtiges Problem sein dann. Andererseits, wir wissen ja, Schalke ist Drama, ne? Ja. So mal easy, wie man sich das vorstellt, ist es noch nie gegangen, in unserem ganzen Leben nicht. Ne? Also irgendwas passiert da noch. Und wenn es irgendwie wieder so ein Last-Minute-Ding ist gegen St. Pauli, Erinnerungen gegen St. Pauli, den langen fragen wir nicht, weil viermal gegen St. Pauli gespielt, viermal verloren. Ich? Ja. Dreimal Punkte mit Blau-Weiß 90, einmal mit Tennis Borussia. Aber jetzt kommt die Schalke. Mit dem Schalke hast du gar nicht gegen St. Pauli gespielt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich an keine Niederlage und auch an gar kein Gegentor erinnern. Ja. Das ist komisch, aber das ist irgendwie weg. Die Gnade des Alters. Gute Sachen erinnern. Die Gnade des Alters. Du musst dich doch nicht entschuldigen. Man nennt das in der Psychologie Erinnerungsoptimismus. Ja. Das ist ja, wir würden ja auch alle verrückt, wenn wir nur immer habe ihn auch, deswegen negative habe ich dich ja mitgebracht. Ja, also ich sehe es genauso. Also man muss da locker rangehen. Erstmal, man darf nicht verkrampft sein. Das ist das Wichtigste. Also wenn man verkrampft ist, und ich hoffe einfach, dass die Jungs auch wissen, was es geht. Mittlerweile wissen sie es ja wahrscheinlich, so wie das Spiel in Sandhausen gelaufen ist, was für eine wie eine Kameradschaft da drin war, ja, auch jeder von der Bank wieder losgelaufen ist und hat den Simon da umgepackt und geschmissen und so, der wollte ja eigentlich aus dem Stadion laufen, soweit ich das, wenn da keine Mauer gewesen wäre, dann wäre der da vorgelaufen oder vorbeigelaufen. Ich bin da auch, Abi, hundertprozentig bei dir. Ich glaube, dass so ein Last-Minute-Dingen jetzt auch im Hinblick auf St. Pauli, ja, ist das nächste Spiel, nochmal mehr zusammenschweißt, noch mal mehr. Ja, auch als Mannschaft. Muss man als Mannschaft, ich sage, wenn man so einen Sieg holt, dann sagt man einfach, Mensch, Jungs, das packen wir. Uns jetzt in ja, das ist jetzt einfach, das ist ein Ruck und das, ich bin auch davon überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wichtig ist es, dass wir nicht nur außen, du hast es schon gesagt, erfahrene Leute haben, die wissen, wie es geht, Büskens, Schröder, Knebel, Peter Hermann, natürlich Asa, ne? Sondern dass auch in der Mannschaft Leute sind, die schon aufgestiegen sind, die Erfahrung schon haben. Tirolle zweimal, Kaminski, ne, Drexler, die müssten ja eigentlich genau wissen, worum es geht in den letzten entscheidenden Spielen. Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil, die Erfahrung, sowohl wenn es in die andere Richtung geht, im Abstiegskampf, als auch jetzt eben nach oben. Und die erinnern sich natürlich auch an diese tollen Erlebnisse, an diesen Aufstieg. Und das will man ja wieder haben. Wie ich immer gesagt habe, wir 2001 den Pokal gewonnen haben, da haben wir in jedem Spiel in der nächsten Saison daran gedacht, wie schön das war in Berlin. Man will das wieder erleben und das motiviert und das hilft, wenn man solche Jungs in seinen Reihen hat, auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen sollte man das Spiel gerade gegen Bremen noch mal ein bisschen auseinanderpflücken und zu sagen, Jungs, das war unser Fehler.
Da haben wir Fehler gemacht, die dürfen uns nicht mehr passieren. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wenn man dann guckt und sagt, guck mal, da war schlecht, das musst du so machen, Spiel ist vergessen gegen Bremen, aber die kleinen Fehler, die kann man ruhig mal nochmal rauspicken, um den einen oder anderen wach zu rütteln, um zu sagen, hör mal, das darfst du nicht machen. Ja, sonst ist Alarm bei uns hinten. Und das werden die alle Jungs, die da sind. Ich persönlich bin ja sowieso dafür, dass der Bujo als Trainer da bleibt oder allgemein die Leute, die da unten jetzt sitzen, da bleiben, weil ich habe schon wieder so ein Problem, wenn ich immer höre, wir suchen einen neuen Trainer. Warum? Warum suchen wir einen neuen Trainer? Ja, warum? Was für einen Grund gibt es, einen neuen Trainer zu suchen, wenn einer aufsteigt? Ja, um dem Bujo jetzt zu sagen, setz dich da mal wieder hin. So, jetzt kommt der neue Trainer hier hin, verliert 2 Spiele in der ersten Liga, dann schreit sowieso jeder wieder, Bujo, Bujo, Bujo. Also ich finde es ganz komisch, ich würde das von Anfang an anders machen. Muss ich ganz ehrlich, meine Meinung. Sonst ja, es gibt nur ein Problem dabei, Bujo sagt nein. Ne? Er will es nicht, ja, weil wenn man mit dem Bujo schon weiß, vernünftig redet, dann geht das schon. Also ist ja nicht so, als wenn die Entscheidung hat er schon vor Jahren. Ja, aber Jörg, ist ja nicht so, als wenn wir, sagen wir mal, nicht wir, aber der Vorstand oder was weiß ich, sagt, Bujo, pass mal auf, du hast es nicht geschafft, jetzt schicken wir dich nach Hause. Das kann man doch ganz schnell regeln. Also wie auch immer, aber ich finde es sehr schwierig, wenn jetzt hier ein neuer Trainer hinkommt und der Bujo sitzt auf der Bank. Das sehe ich als schwierig. Wenn es dann nicht läuft, dann hat man schon ein leichtes Problem. Ich möchte eben einen Schritt nochmal zurückgehen. Ich glaube auch hier wieder die Emotionalität von den Führungsspielern, was man ja gesehen hat bei Simon Terodde, als er das Tor gemacht hat. Wie selbst diese Führungsspieler sich dann freuen, wenn diese Emotionalität mitgenommen wird, dann werden auch die jungen Spieler, die in der Mannschaft sind, davon angesteckt und gehen da mit. Deswegen glaube ich, dass die Mischung, die wir haben, eine gute Mischung ist. Und zu dem Problem, was ja dann folgen mag, ich möchte noch gar nicht so weit gehen und noch gar nicht so weit denken, weil erst müssen wir es jetzt mal schaffen. Und dann wird man sehen, dass wir dann natürlich auch in möglicherweise eine Art Zwickmühle geraten können, was diese Frage angeht, ist klar, aber ein Schritt nach dem nächsten. Ja, das Ganze wird ja verursacht dadurch, dass A, Bujo Erfolg hat und B, dass er eben so perfekt zu Schalke 04 passt. Dass er Schalker ist, dass er die DNA hat, dass er das auch ausdrücken kann, dass er jeden Fan mitnimmt, jeden Spieler mitnimmt. Ne, all das ist super, aber wir wissen doch, dass er gesagt hat, er will nicht mehr Chef sein. Er will diesen Co-Trainer, der immer da ist, der Anker ist, der den neuen im Trainerstab sagt, was Schalke ist, denen hilft. Deshalb musst du einen neuen Trainer holen, der da keine Angst vor hat. Du musst einen holen, der Vertrauen hat, der selber ein Teamplayer ist. Dann kannst du dem klar machen, der Bujo wird nicht an deinem Stuhl sägen, sondern wird dich mit allem warum unterstützen, auch? Was er hat. Aber warum soll er denn, dann braucht er sowieso nicht sägen. Aber ich finde, das wird ja sowieso gemacht, was du jetzt alles gesagt hast. Es geht einfach nur, wie die Fans reagieren. Wie reagieren die Fans, wenn du 2-mal hintereinander verlierst? Darum geht's, dass es da im Kader, sag ich mal, da kein Theater geben würde, dass keiner was gegen den Trainer sagt, ist doch ganz klar. Ja, du willst ja mit dem zusammenarbeiten und Erfolg haben. Aber wie sind die Fans? Und die Fans sind brutal. Gewinnst du nicht, Batsch, gibt's auf die Klappe. So, und das ist das. Ja? Und das sehe ich als sehr großes Problem. Ja, aber ich appelliere jetzt mal an alle, dass wir diese Diskussion einfach zurückstellen. Dass wir jetzt im Moment da nicht drüber reden, weil das Spiel gegen St. Pauli und das Spiel gegen Nürnberg sind die Aufgaben, ja, die ja zu recht lösen sind. Ja, ja. Und wenn wir die nicht lösen, dann haben wir ein Problem. Und deswegen sollten wir uns da hundertprozentig drauf konzentrieren. Ja. Der Außenminister, der ehemalige, hat ja gesprochen. Genau. Also, man merkt das, Bodo, immer wieder bei ihm, bei Bodo. Sag mal eben, du bist ja dann doch in Rente gegangen, nachdem du jahrelang da nebenbei immer noch Termine wahrgenommen hast für Schalke. Wie sieht es da gerade bei dir aus? Nur noch Enkel und Garten oder machst du noch das eine oder andere? Außer mit der Traditionself nach Polen fahren. Nein, ich werde jetzt nicht zum Rosenzüchter oder so, sondern ich bin Schalker, ich bin in Schalke geboren, ich bin
seit immer, wenn man so will, dabei. Abi kenne ich seit 1500 Jahren aus dem Hintergrund heraus und ich habe dem Vorstand angeboten, dass ich jetzt ehrenamtlich für den Club auch die Aufgaben, die ich immer begleitet habe, weitermachen möchte, weil ich einfach erstens in der Situation, in der wir als Club gesteckt haben und stecken, helfen muss und weil ich zweitens der Auffassung bin, sämtliche Kontakte, die im Laufe dieser Zeit zustande gekommen sind, die jetzt in die Mülltonne zu kloppen, das wäre doch eine Katastrophe. Ja, genau. Du musst auch ein starkes Stück Schalke, ne? Du musst immer dabei bleiben, das ist doch klar. Lang, wie sieht es bei dir aus? Ich lebe inzwischen auf Mallorca, betreibe dort eine Fußballschule, Fussi-Camp und auch noch eine Torwartschule. Verbindung zu Schalke ist auch noch da über die International Soccer Academy, die gerade hier 20 Amerikaner hier haben. Das ist eine Kooperation. Bodo ist da auch mit im Thema. Und bin dem Fußball erhalten geblieben. Es kommen immer wieder Angebote, gerade vom Thomas Doll aus Indonesien. Aber ich glaube, ich habe meinen Lebensmittelpunkt auf einer wunderschönen Insel gefunden und bin sehr glücklich damit. Als wir uns kennengelernt hatten, hast du noch von einem anderen Malle geträumt. Da soll es eine Tauchschule auf den Malediven sein. Dein Gedächtnis ist wirklich sehr gut. Ja, das war auch mal Zeit angedacht. Aber das ist zu weit und die Insel ist auch zu klein. Ja, der Mann ist zu groß für eine kleine Insel. Der braucht schon eine größere. Ne? Holger hat es gerade angedeutet. Diese Dinge, US-Projekt mit den U18-Spielern und so weiter, begleite ich dann natürlich auch noch. Jetzt am Samstag. Man kann sich nicht zerreißen, nicht zerteilen. Ich war mit in Polen, haben die Jungs eine wunderbare Geschichte erlebt im Musiktheater im Revier. Da bin ich auch noch in der Stiftung Schalker Markt tätig. Blaue Schwammreliefs von Yves Klein im Foyer an den Wänden. Die haben die Musik der 90er. Unter Rasmus Baumann und der Neuen Philharmonie Westfalens gehört. Und ich habe mitgekriegt, dass die Jungs alle total begeistert waren, ne, wenn richtig super tolle Lieder dann auch von so einer Philharmonie gespielt werden, kriege ich jetzt auch eine Gänsehaut. Ne? Und ich bin immer wieder bestrebt gewesen und bin es immer noch, die Kulturen, die wir hier in der Stadt haben, sei es Kunst, sei es Musik, mit der Kultur des Sports und gerade bei uns eben des Fußballs in Einklang zu bringen und zu verbinden, weil ein Mensch ist ein ganzheitliches Gebilde und der muss alles mitnehmen. Ne? Und wenn er das kann, dann ist das meiner Meinung nach fantastisch. Sehr schönes Fast-Schlusswort, weil wir müssen natürlich alles mitnehmen, Stichwort, ne? Noch über den Samstag reden. Wir gehen jetzt davon aus, dass es Samstag ist, 20.30 Uhr. Ich glaube, das wird eine Lautstärke, die können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Und dann geht's rund. Und wie geht's aus? Ich bin mal super optimistisch und tippe auf ein 3-0. Ich schließe mich mit dem Optimismus an, aber mir würde ein Sieg reichen. Egal wie. Okay. Ja, ich sage aber trotzdem nur 2-1. Weil ich glaube, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich glaube nicht, dass St. Pauli sich hier so abschlachten lassen, dass 3 oder 4-0 verlieren, kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür stehen die hinten eigentlich immer ganz gut und 2-1 oder 1-0, das wäre eigentlich auch egal. Hauptsache wir gewinnen, egal wie auch immer, wir müssen die 3 Punkte holen, die wir brauchen und die werden wir holen. Und ich sage also, wie gesagt, 2-1 oder 2-0 und irgendwann in der 93. Minute einen reinkriegen, und es wird abgepfiffen, dann können wir ja schön in der Loge feiern. Und dann können wir vielleicht noch hoffen, dass ähnlich wie beim letzten Wochenende auch die anderen mitspielen am Freitag, am Sonntag, dass die Ergebnisse so sind, dass wir tatsächlich nach Nürnberg fahren können, ohne Riesenprobleme zu haben. Wenn wir wieder ein Drehbuch schreiben, dann muss natürlich am Freitag Düsseldorf nicht verlieren gegen Darmstadt, denn dann würde uns ein Sieg schon sicher reichen, um Platz 1 oder 2 zu haben.
Und ich weiß, die Veltins Brauerei hat die 52.000 Liter, die die Tanks hier fassen, reingepumpt. Ja, also es ist genug dann da, weil das wird dann orgiastisch, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Holger, Bodo, Abi. Dankeschön. Ich hoffe, wenn wir nächstes Mal hier stehen, haben wir noch leicht glasige Augen. Ja, hoffentlich. Tschüss und Glück auf. Alles klar, Glück auf.